Weißt du, wohin die Kompassnadel heute zeigt? Tatsache ist, dass das Gerät in den 2000 Jahren seines Bestehens immer eine andere Richtung eingeschlagen hat. Können wir ihm noch vertrauen? Warum müssen Google und Apple ihre Karten ändern? Und wo wird der Nordpol in 10.000 Jahren sein? Es wird angenommen, dass der erste Kompass zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus in China erfunden wurde. Und selbst im 1. Jahrhundert nach Christus bemerkten Wissenschaftler, dass die Magnetnadel immer in die gleiche Richtung zeigte. Seitdem ist der Kompass ein ständiger Begleiter von Reisenden. Fast jeder, auch Geografie-Dummies, würden auf die Frage, wo zeigt die Kompassnadel hin, antworten: in Richtung Nordpol. Doch diese Antwort ist falsch. Der geografische Nordpol ist der Schnittpunkt der Erdrotationsachse mit ihrer Oberfläche. Es gibt jedoch auch einen magnetischen Norden, auf den die Kompassnadel zeigt. Der magnetische Nordpol ist hunderte von Kilometern vom geografischen Nordpol entfernt. Der Grund liegt in der Erde. Unser Planet besteht aus mehreren Schichten. Der Mantel liegt unter der Erdkruste und ein glühender Kern befindet sich genau im Zentrum der Erde. Der Erdkern besteht aus zwei Teilen, einem festen inneren Kern, der unter dem Druck von 2 Millionen Atmosphären zusammengedrückt wird und hauptsächlich Eisen enthält, und einem geschmolzenen äußeren Teil. Diese Eisen- und Nickelschmelze ist ständig in Bewegung. Der enorme Temperaturunterschied zwischen dem Erdmantel und dem festen inneren Kern führt dazu, dass in diesem heißen unterirdischen Ozean konvektive Strömungen auftreten. Aus diesem Grund hat unser Planet ein ausreichend starkes Magnetfeld. Die Erdmagnetosphäre erstreckt sich etwa 70.000 Kilometer tief in den Weltraum oder 43.000 Meilen. Dank dieses Phänomens ist unser Planet zuverlässig vor Sonnenwind und anderer tödlicher kosmischer Strahlung geschützt. Darüber hinaus war es das Vorhandensein eines Magnetfelds, das es den Menschen ermöglichte, ein so wichtiges Navigationsgerät wie den Kompass zu erstellen. Die Erdmagnetosphäre hat auch eine Achse. Das nördliche Ende der Achse wird als Nordmagnetpol bezeichnet. Wenn wissenschaftliche Genauigkeit beobachtet wird, befindet sich der magnetische Südpol übrigens auf der Nordhalbkugel und der magnetische Nordpol auf der Südhalbkugel. Um Verwirrung zu vermeiden, haben die Wissenschaftler die Gesetze der Physik ignoriert und beschlossen, den Pol, der sich jetzt auf der Nordhalbkugel befindet, als Nordmagnetpol zu bezeichnen. Wo befindet sich dieser Ort und wo landet ein Reisender, wenn er weitergeht und dem Kompass nach Norden folgt? Bereits im 11. Jahrhundert machte der chinesische Philosoph und Astronom Chen Kuo darauf aufmerksam, dass der Kompass an einigen Stellen nicht immer genau nach Norden zeigt. Der Unterschied zwischen dem geografischen und dem magnetischen Pol wurde als Deklination bezeichnet. Nach dieser Entdeckung wurden von Seeleuten und Reisenden genauere Navigationskarten verwendet. Später, 1634, entdeckte der englische Mathematiker Henry Gillibrand, dass sich die Deklination im Laufe der Zeit ändert und sich daher der Ort des Magnetpols bewegt. Die genauen Koordinaten des Nordmagnetpols wurden 1831 bestimmt. Da befand er sich am Kap Adelaide Regina auf der Halbinsel Boothia im kanadischen arktischen Archipel. 1904 stellte eine neue Expedition jedoch fest, dass sich der Magnetpol um einige 10 Kilometer nach Norden verschoben hatte. 5 weitere Expeditionen fanden auf der Suche nach dem magnetischen Nordpol statt und jedes Mal befand sich dieser wichtige Punkt an einem neuen Ort. Der Nordmagnetpol befindet sich seit 400 Jahren in der Nähe von Kanada. Die Achse des Magnetfeldes verschiebt sich ständig und wird von Tag zu Tag schneller. Beispielsweise betrug die Entfernung zwischen dem geografischen und dem magnetischen Pol im Jahr 2007 ungefähr 700 Kilometer und im Jahr 2019 nach Schätzungen der US-amerikanischen National Geospatial Intelligence Agency nur 390 Kilometer, also ungefähr 242 Meilen.
Der Nordmagnetpol driftet derzeit mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 50 Kilometern pro Jahr in Richtung Sibirien. Das heißt, im Durchschnitt bewegt sich die Achse jeden Tag mehr als 136 Meter oder 446 Fuß. Die Menschen in Kanada sind über dieses Phänomen am meisten verärgert. Ab etwa dem Ende des 16. Jahrhunderts konnten sie sich als Eigentümer des Nordpols bezeichnen. Im Jahr 2005 meinte Larry Newitt, Leiter des geomagnetischen Labors von Natural Resources Canada, dass der Magnetpol Kanada verlassen hat und sich heute außerhalb seiner Hoheitsgewässer befindet. Wohin geht die Achse? Das Magnetfeld unseres Planeten ist das Ergebnis der Rotation des flüssigen äußeren Erdkerns um einen festen inneren Kern. Die Rotationsgeschwindigkeit, Intensität und Richtung der konvektiven Strömungen im äußeren Kern können von Wissenschaftlern noch nicht genau vorhergesagt werden. Der zweite Grund für die Verschiebung des Magnetpols ist die Drehung des Planeten um seine Achse. Aufgrund dieser Drehung wird die flüssige Masse im Erdmittelpunkt durch Trägheit zu einem Korkenzieher oder einer Spirale verdreht, wie eine Feder. Der französische Geophysiker Julien Aubert schlug 2019 vor, dass Wissenschaftler mit Hilfe eines Supercomputers in naher Zukunft einen Simulator erstellen können, um die Ströme in den Tiefen unseres Planeten zu modellieren, um so die weitere Verschiebung des Magnetpols zu berechnen. Regelmäßige Änderungen des Erdmagnetfeldes, seiner Intensität und Polarität müssen jedoch noch eindeutig identifiziert werden. Beobachtungen seiner vorherigen Bewegungsbahn deuten nur darauf hin, dass der Magnetpol in Richtung Sibirien driftet und ihn bis 2050 erreichen könnte. Wenn wir annehmen, dass sich weder die Richtung noch die Geschwindigkeit der Bewegung des Nordmagnetpols ändert, wird Russland sein nächster Eigentümer oder genauer gesagt die Bewohner der Taimyr-Halbinsel. Übrigens driftet auch der magnetische Südpol, allerdings mit einer viel geringeren Geschwindigkeit. Der Grund, warum der Südpol stabiler ist als der Norden, ist noch nicht bekannt. Französische Forscher unter der Leitung von François Petrelis haben vorgeschlagen, dass dies aufgrund der größeren Landfläche auf der Nordhalbkugel der Fall ist. Tatsache ist, dass je größer die Fläche der Kontinente ist, die in einer der Hemisphären der Erde liegt, desto häufiger ändert ihr Magnetfeld die Richtung. Dagegen, wenn die Kontinente symmetrisch zum Äquator angeordnet wären, würde das Magnetfeld Millionen von Jahren stabil bleiben. Die Bewegung der Erdmagnetachse ist ein Problem für die Weltraumtechnologie. Zum Beispiel werden Landebahnen an Flughäfen entsprechend ihres magnetischen Azimuts bezeichnet. Gleiches gilt für Navigationsprogramme. Zum Beispiel arbeiten Apple und Google bereits daran, ihre Kartenanwendungen zu aktualisieren, um die genaue Richtung anzugeben. Dies ist jedoch nicht das schlimmste Problem, mit dem die Menschheit konfrontiert wird. Von Zeit zu Zeit findet die magnetische Inversion der Pole auf der Erde statt. Inversion ist in den letzten 160 Millionen Jahren ungefähr 100 Mal vorgekommen. Gegenwärtig schwächt sich das Erdmagnetfeld allmählich ab. Seine Stärke nimmt alle 100 Jahre um etwa 5% ab. Laut Wissenschaftlern ist dies ein Zeichen für eine weitere Umkehrung. Welche Bedrohung stellt dies dar? Unter Verwendung des Satellitensystems Cluster 2, einem Projekt der Europäischen Weltraumorganisation, wurde festgestellt, dass das Magnetfeld Sauerstoffionen beschleunigt und in den Weltraum emittiert. Mit einer weiteren Schwächung der Magnetosphäre kann sich der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre leicht erhöhen. Die Geschwindigkeit des wissenschaftlichen Fortschritts gibt uns jedoch Sicherheit. Die Menschheit wird sicherlich herausfinden, wie sie sich an die neue Umgebung anpassen kann. Denken wir in der Zwischenzeit daran, dass der Kompass immer noch nicht die genaue Richtung des geografischen Pols anzeigt, sondern nur annähernd zur Bestimmung beiträgt. Dies bedeutet nicht, dass wir ihn nicht mehr auf einer Wanderung mitnehmen sollten. Der Fehler bei der Messung bleibt minimal. Es sei denn, es handelt sich natürlich um eine Reise in die mittleren oder tropischen Breiten und nicht um eine größere Polarexpedition.
Wo glaubst du, ist der Nordpol in 10.000 Jahren? Und wird der Kompass bis dahin überhaupt noch funktionieren? Schreibe in die Kommentare und abonniere unbedingt unseren Kanal, um mehr über unseren Planeten zu erfahren.